einmal noch zu dir. Können wir einmal so die Ringe am Gesicht ziehen? Einmal so. Aber zu uns. Ja, genau, das ist schön. Ja, und jetzt doch mal hier. Und jetzt hier gerade. Zu mir drehen, nochmal zu mir. Jetzt bei dir. Und hier gerade. Bitte hier nochmal. So. Genau, einmal so, wunderbar. Nee, nicht davor, sorry. Was soll das denn? Geh runter. Wie ist denn hier so vor? Geh runter. Oh, komm mal beide zu mir. Geh halt ein Stückchen zurück, bitte. Nimmst du bald die Arme aus? Such dir wieder einen anderen Platz. Einmal hier, ihr beide. Einmal hier. Einmal hier, beide. Einmal hier rüber. Noch mal hier rüber, bitte. Beide noch einmal. Einmal zu mir. Einmal zu mir in die Mitte. So, das ist prima. Du hast es doch nicht weggemacht. Komm, ich geh mal zurück, bitte. Kommst du nochmal zu uns, bitte? Ja, Glück, ja. Axel, einmal nochmal. Axel, dreh dich nochmal. Einmal zu uns nochmal, bitte. Ja, genau. Arm nicht so weit raus. Einmal hier. Genau. Jetzt. Und einmal hier. Hier nochmal. Einmal hier. Harry, mach jetzt in die Mitte. Und einmal links. Und noch hier. Okay, danke. Danke auch. Dankeschön. Danke. Und nochmal von vorne jetzt. Und so haben wir uns jetzt zusammengefunden und entschlossen, dass wir eine eigene Kollektion machen, eine Pompös-Kollektion, die sich stark an Rokoko-Barock-Elementen klammert. Ja, stützt. Und der Harald ist eigentlich derjenige, der am besten darüber erzählen kann, weil er hat die Kollektion entworfen. Und das ist das Schöne an der Sache, es kann keiner so wie er diese Linie verfechten und entwerfen. Ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass ich wieder Dirndl machen kann. Ich beobachte seit einiger Zeit, das Dirndl ist ja, wie man schon sagte, das älteste Haute Couture-Kleid eigentlich. Und in einem Dirndl sieht jede Frau toll aus, weil es richtig gemacht ist. Wie auch in jedem Frack jeder Mann toll aussieht. Und sogar die nicht toll aussehen, sind da toll aus drin. Und leider muss ich feststellen, dass die Dirndl immer mehr vergewaltigt wurden. Es gab plötzlich afrikanische Dirndl, indische Dirndl. Und das waren zum Teil, ich muss einfach sagen, so Lumpen, dass es mit Dirndl gar nichts mehr zu tun hatte. Und ich habe gesagt, ich hätte sehr viel Spaß daran, eine Kollektion zu machen, da ich so aus dem Rokoko komme und das Rokoko sehr nah am Dirndl ist. Aber das wieder sich des Klassischen besinnt, ja, und Damen ja auch wieder emporhebt auf ein Podest. Und ich glaube, das ist uns wirklich gelungen, eine Linie, die jung ist, die edel ist, die klassisch ist, aber trotzdem mit Pfiff, mit diesem verspiegelten, kleinen barocken Touch, ohne dabei ja, ordinär zu sein. Ich habe vorher gesagt, es gibt jeder, der plötzlich denkt, der müsse designen, verwirklicht sich plötzlich an Dirndl, ja, seit Jahren. Und manche haben gedacht, Dirndl kämpfen Dirne. Und dem ist aber nicht so, da muss ich widersprechen. Dirndl ist eine sehr anzunehmende Angelegenheit und ist eines der tollsten Kleidungsstücke der Welt, wenn man es richtig anfängt. Und ja, ich freue mich sehr, dass sie von der Firma Ackermeier so gut umgesetzt wurden, weil man denkt immer, ja, gut, Dirndl machen ist einfach, aber alles, was einfach aussieht, das sieht man beim Ballett, ist eigentlich sehr schwierig, ja, wenn man es richtig macht. Und ich bin sehr begeistert über das, was umgesetzt wurde und wie es umgesetzt wurde. Und das Wichtige ist ja noch, wir wollten natürlich auch, dass die Dirndl bezahlbar sind. Das ist ja das Nächste. Ich meine, Dirndl für 3.000 Euro machen ist nicht das Problem. Das, aber eins machen, das aussieht wie 3.000 Euro und dann 300 kostet, das ist schon eine größere Kunst. Und hinzufügen muss man natürlich, Harald hat einen unheimlich starken Anspruch an Qualität, an Verarbeitung. Und das mussten wir umsetzen und haben es auch umgesetzt. Sie müssen überlegen, die ganzen Stoffe, die Chakar-Stoffe, die Barockstoffe und so weiter, die sind ja für diese Kollektion eigens
gewebt worden. Ja. Da gibt es also nichts, was irgendwo auf der Messe man kurz mitnehmen kann und verarbeiten, sondern das ist typisch pompös, typisch Klöckler. Ja, ich würde sagen, jetzt fangen wir an und lassen die Augen sprechen. Okay.